Ja, hallo liebe Filmfreunde, ich melde mich nun zurück mit einem neuen Update-Video. Auch wenn nicht alle Sachen angekommen sind, die ich eigentlich bestellt hatte, habe ich mich jetzt entschlossen, doch das Video zu machen, weil ich nicht weiß, wann die anderen Sachen kommen und es häufen sich immer mehr an und ich dachte mir, ich mache jetzt ein Video. Eigentlich könnte man es so sagen, dass es ein Filmbörsen-Hardbox-Special ist. Da es eigentlich fast nur Hardboxen sind, die ich eingekauft habe im letzten Monat. Aber es sind auch kleine andere Special Editions, von daher stelle ich das einfach mal vor. Ja, ich möchte mich eigentlich auch im Voraus schon bedanken bei vielen für die Abos auf jeden Fall und die netten Kommentare, die ich bekommen habe. Und ja, eigentlich kann es auch schon losgehen und zwar mit einer Edition. Ich habe da was für meine Tanz der Teufel-Sammlung gemacht. Und zwar habe ich hier die Tanz der Teufel 2 25th Anniversary Edition im 3-Disc Extended Cut. Ja, die wurde ja hier von etlichen YouTubern schon vorgestellt, also brauche ich das auch eigentlich nicht zu machen. Limitiert auf 1000 Stück das Ganze in einer sehr schicken Holzbox. Ja, macht sich toll in der Sammlung. Wie die meisten von euch wissen, sammle ich ja so viele wie möglich Editionen von der Armee der Finsternis und den Tanz der Teufel Film. Genau. Sehr schön eingepackt, wie ich finde. Auch das Mediabook drin sieht wirklich sehr gut aus. Ich lasse es im Moment jetzt auch eingeschweißt, weil ich den Film ja hier auch habe. Von daher bleibt es wahrscheinlich auch eingeschweißt bei mir. So, als nächstes auch ein Steelbook, das viele hier schon vorgestellt haben. Und zwar ist es das Evil Dead Two-Disc-Steelbook von Cede und zwar nicht von Müller. Cede, der Online-Shop. Ich hatte mir das beim ersten Tag dann auch vorbestellt, als es dann rauskam. Sprich, es war halt Mitte Mai und es ist jetzt letzte Woche angekommen. Ja, schade würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde halt, es ist doch schon etwas komisch, dass Müller und das Cede genau das gleiche sind wie das Kanada Future Shop und Amerika Target Steelbook kann man hier sehen. Beide identisch, also wirklich 1 zu 1 gleich, auch mit der gleichen Spine hier. Von daher hat mich das jetzt nicht geärgert, aber so eine Kleinigkeit anders wäre schon cool gewesen. Also das Backcover ist auch das gleiche. Und ja, nicht so weiter, nicht weiter schlimm. Ich werde wahrscheinlich auch das CD-Steelbook dann auch so drin lassen. Brauche ich nicht öffnen, weil ich ja das hier schon habe. Aus Kanada. Ja, das Steelbook wurde ja auch sehr oft vorgestellt hier. So, ich habe ja mindestens 3, 4 Videos gesehen von YouTubern hier, die das vorgestellt haben. Von daher, ja, kennt es ja bestimmt schon jeder. Als nächstes auch ein Mediabook, das auch hier etliche Male vorgestellt worden ist, und zwar das 3-Disc Limited Collector's D-Books von Reanimator, endlich nach 24 Jahren vom Index runter. Was soll ich sagen? Das D-Book wieder mal von Cape Light avancieren sich mittlerweile für mich halt einer der besten, wenn nicht sogar das beste Label für Mediabooks. Dazu kommt noch XT und natürlich die Mediabooks von, na, wie heißt die, Videodrome und so. Und ja, zum Film selber, ganz große Klasse. Ich bin ein großer Reanimator-Fan. Jeffrey Combs in einer super tollen Rolle. Und ja, ich freue mich wirklich, den Film auch jetzt auf Blu-ray zu haben. Ich werde den auch auf jeden Fall die Tage, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann auch auf Blu-ray anschauen. Hoffentlich kommt auch langsam der zweite raus. Der zweite noch vom Index. Dann kommt auch so ein schönes Mediabook. Ja. Wie gesagt, auch dieses Mediabook haben sehr viele hier vorgestellt, viele YouTuber und viele Sammler. Und deshalb bleibt auch im Moment auch bei mir so halt eingeschweißt. Als nächstes noch ein Mediabook, das habe ich auch von der Filmbörse, aus der Filmbörse gekauft. Und zwar ist es das Mediabook von Zombie Ass, hier von Dragon. Ich weiß, ich würde auch eigentlich nie solche Mediabooks holen, aber ich habe es zum wirklich sehr, sehr guten Preis bekommen. Und auf den Film freue ich mich einfach. Ich bin ein Riesenfan von Japan Trash Film. Und hier wirkt ja auch Noboru Iguchi, glaube ich, mit. Und na, oder ist es Noboru Iguchi? Ja, ist er. Und die Filme, wie zum Beispiel auch halt
Gothic und Lolita Psycho und auch bei Robogeisha und so. Also wird auf jeden Fall ein Film für mich. Zum Mediawerk selbst kann ich noch nicht sagen, weil ich es auch nicht so oft gesehen habe, aber es wird wahrscheinlich diese Billig-Mediabook von Dragon sein, die wieder überteuert in jedem Online-Shop zu finden sind. Aber auf der Filmbörse gehen, glaube ich, die Preise gut klar. Ich glaube, ich habe dafür 23 € oder 24 gezahlt, weiß ich jetzt nicht mehr, weil es war ja an einem Stand, wo ich vieles gekauft habe. Also Pi mal Daumen um die 23 € und ich glaube, dafür geht es noch klar. Ja. Und jetzt fangen wir schon an mit den Hardboxen an, die auch, das ist auch einige sind. Dann klappern wir die mal eins nach dem anderen ab. Und zwar haben wir hier die große Hardbox von Mad Dog Morgan in der 2-Disc Special Toma Edition von 84 Entertainment. Die Toma Edition geht ja jetzt bei 84 Entertainment richtig los. Hier limitiert auf 84 Stück. Ich habe die Nummer 39. Ich muss sagen, dass ich sowieso kein großer Western-Fan bin und ich habe mir den Film auch angeguckt. Ich muss sagen, er hatte auf jeden Fall was, aber es war gar nicht mein Ding. Also ich habe mich doch dann einige Zeit wirklich etwas gelangweilt gefühlt, sagen wir mal so. Aber gut, jeden des Seinem. Ich fand ihn jetzt nicht so toll. Aber ich weiß, dass der Film eine große Fanbasis hat. Von daher schweige ich am besten. So, als nächstes noch ein Film aus der Troma-Serie von 84 Entertainment. Und zwar ist es, ein Moment, A Class of Nukem High 3, The Good, The Bad and The Subhumanoid. Genau, das ist der dritte Teil der Class of Nukem High Filme, hier auch von 84 Entertainment, wieder limitiert auf 84 Stück. Ich habe hier die Nummer 55. Die Nukem High Filme finde ich ganz große Klasse. Ich hab ja beide hier in der großen Hardboxen. Und jetzt kommt der lang ersehnte dritte Teil und ich freue mich einfach, den zu gucken. Ich finde es auch gut, dass hier auch Englisch und mit deutschen Untertiteln dabei ist, weil ich glaube, irgendwie war das bei dem ersten nur Deutsch oder so. Und ja, Originalsprache ist ja für mich immer das Beste. Und hier ist es die Toma Edition 03 und die Bilder sehen schon gut trashig aus. Und ich freue mich einfach auch, dass die Reihe wirklich fortgesetzt wird von 84 Entertainment. Und Toxic Avenger kommt ja jetzt auch der erste Teil raus. Das hab ich mir schon vorbestellt. Und Father's Day bringen die ja auch raus. Also Hut ab an 84 Entertainment, dass sie es wirklich gut durchziehen. Das muss man ihnen schon wirklich lassen. So, als nächstes haben wir eine Hardbox von einer Serie, also besser gesagt, die eine Hardbox vom Film von einer Serie, die ich hier ganz besitze. Und zwar ist es hier Ghost House 6 oder Tanz der Hexen, glaube ich, limitiert auf 199 Exemplare. Ah, hier steht auch noch 172 von 199. Ein Film, von dem ich nicht viel gehört habe. Ich wusste auch gar nicht, dass er existiert, aber er soll ja wirklich, wirklich brutal sein. Das soll ja auch der letzte Film von diesen La Casa-Filmen sein. Also ich kann es mal hier zeigen. Hier habe ich also der erste, der zweite, der dritte, der vierte und der fünfte. Und jetzt habe ich halt den sechsten. Das ist sozusagen das Alternativcover, weil es gibt auch Nein mit dem Titel Tanz der Hexen 2 oder irgendwie sowas. Und ich wollte wirklich auch dieses Cover haben, wo Ghost House 6 dran steht, damit halt es toll im Regal aussieht. Ja, halt wie Sammler. Aber wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass der noch ein sechster existiert. Und ich bin auch happy, eigentlich den gefunden zu haben, weil der schon ziemlich selten ist. Ich habe den auf der Filmbörse auf einem kleinen Stand gefunden und ein ziemlich fairer Preis sogar. Unter 20 €, da habe ich gesagt, boah, wieso nicht? Dann haben wir das auch mal komplett. Innen drin ist dann die halt nix von X-Rated hier. Also ganz normale, so eine X-Rated Hardbox halt mit der Nummer 290. Ja, wie gesagt, freue mich einfach nur, dass ich diese Reise komplett habe und irgendwann wird es wirklich so weit sein, dass ich mich einfach alle mal hintereinander gebe. Jetzt, wo die auch hier alle sind. Ja. Als nächstes zu einer Hardbox, bei der ich nicht wusste, dass sowas existiert, so eine Hardbox, aber anscheinend schon. Und zwar von der Hardbox von Das Phantom der Oper mit Robert Englund. Der Film ist ja auch aus dem Index und kam ja sogar auf Blu-ray raus. Das limitiert auf 100 Stück, die Hardbox. Ich habe nur 82. Ein Film, der mich wirklich auch sehr interessiert. Ich hoffe nur wirklich, dass
die Bildqualität einigermaßen gut ist. Weil von der Blu-ray soll das ja doch schon gut sein und ich hoffe nur, dass hier halt die Qualität wirklich gut ist, damit man dann auch gucken kann. Also ich glaube, hier ist es die Scheibe von MGMG und Shamrock Media. Muss ich mal gucken. Wie gesagt, sehr, sehr billig gefunden auf der Filmbörse. War gar nicht auf meiner Wunschliste. Hab einfach jetzt zugegriffen, weil der einfach dort war und ich den Film sowieso interessiert. Und ich hatte nie die Chance, irgendwie die Blu-ray zu holen. Deshalb habe ich mir jetzt auch, wenn ich zwar die DVD, aber dann halt in einer schicken Hardbox. Ich als Hardboxensammler. Ja, als nächstes die große Hardbox von einem Film, den ich auf Blu-ray haben wollte. Erstens und zweitens in der großen Hardbox und endlich hat mir dann 84 Entertainment dann den Gefallen getan und hat mir dann die neunschwänzige Katze von Dario Argento in der großen Hardbox rausgebracht mit einem wunderschönen Cover, wie ich finde. Super das Cover. Limitiert auf 84 Stück das Ganze und ich habe die Nummer 62. Ja, ich wusste nicht, dass der Film ab 16 freigegeben ist. Anscheinend schon. Hier drin ist die Blu-ray von CMV Laser Vision. Die haben die als erstes rausgebracht. Da habe ich mir auch extra nicht geholt, weil ich wusste, dass irgendwann mal eine große Hardbox kommt. Hier sogar in einem 3-Disc-Set. Also mit reichlichen Extras, wie zum Beispiel halt die Kinofassung, Deleted Scenes. Das Interview freut mich auch riesig mit Dario Argento und den Schauspielern auch und weiß was ich was. Also wirklich, wirklich eine Top-VÖ. Hat sich wirklich das Warten gelohnt für mich, weil ich den Film auch wirklich sehen wollte. Ich habe auch nur Gutes darüber gehört. Und Dario Argento, da kann man auch natürlich nicht viel falsch machen. So, als nächstes haben wir dann die große, selten gewordene Hardbox mittlerweile von Blutrausch des Satans von XT Video. Ein Film von Mario Bava in der Uncut Limited Edition, limitiert auf 1000 Stück. Ich habe Nummer 555. Released wurde das Ganze, glaube ich, im Jahre 2005. Später folgte dann auch die kleine Hardbox mit dem meiner Meinung nach auch sehr geilen Cover, im weißen Cover, mit dem Namen Bay of Blood, welche ich auch besitze. Und hier an dieser Stelle dann halt nochmal, falls jemand den Film, die kleine Hardbox davon haben will, kann er sich melden. Ich werde ihn nämlich jetzt weiterverkaufen, weil ich ja jetzt die Version habe. Ja, zum Film selber ist es sozusagen im Munde halt, dass in den halt Community, dass es der wirklich der Urvater des Slasher war oder halt der erste Slasher überhaupt. Und man sagt ja auch, dass Freitag der 13. eigentlich fast den Film 1 zu 1 bei den Mordszenen kopiert hat. Und das sieht man auch hier unten. Ja, wer kennt es nicht? Ist schon bekannt. Ich muss sagen, ja, es hat vieles, was auch der erste Freitag der 13. hat, aber naja. Freitag der 13. hat sich schon bei den Morgen was abgeguckt, sagen wir mal so, aber an sich sind es doch zwei komplett andere Filme. Joa, wie gesagt, ich bin auch happy, dass die seltene Hardbox jetzt in meiner Sammlung ist. Der fehlt mir wirklich. XT Video ja auch einer meiner Lieblingslabel, wenn nicht sogar mein Lieblingslabel. Und ja, wie gesagt, wer die kleine haben möchte, der kann sich gerne bei mir melden. Dann kann ich ihm die auch gerne weiterverkaufen. Als nächstes auch zu einer großen Hardbox, die ich lange gesucht habe, zum normalen Preis. Und zwar hier die große Hardbox von Necromantic 2, dem Film von Jörg Puttgereit. Viele ist Necromantic 2 doch noch ein Tipp besser als der erste Teil. Hier natürlich limitiert auf so 666 Stück. Ich habe die Nummer 434. Hier noch mit dem Exolise Necromantic 2 Filmkonzert auf einer CD. Also doch eine super VÖ. Wenn die kennt, da wird wissen, dass sie auch für richtig viel Geld gehandelt wird. Und natürlich macht sich das einfach unglaublich gut, halt, wenn man dann hier die beiden nebeneinander in der Sammlung hat. Also freue ich mich auch, das gefunden zu haben hier in der 20th Anniversary Edition mit dem Soundtrack halt. Ja, wie gesagt, ich habe die beiden Filme noch nicht gesehen. Ich werde mich da mal jetzt ranwagen, da ich die jetzt beide habe. Gucke ich mir die wahrscheinlich hintereinander weg. Viele meinten zu mir, dass der zweite doch noch ein Tick besser ist als der erste. Und ich will mir nun jetzt eine Meinung selber machen. Deshalb halt habe ich mir den auch für ziemlich, ziemlich wenig Geld eigentlich
wenn man bedenkt, was für Preise dafür verlangt werden, auf der Filmbörse geholt. So, als nächstes wären noch zwei Hardboxen, und zwar einmal die große Limited Edition Hardbox von Nightmare oder auch mit dem Alternativtitel Nightmare in a Damaged Brain, hier in Cover von Cover B, nee, Cover A, limitiert auf 222 Stück. Ich habe die Nummer 81. So, zwei DVD-Sonderedition. Auch wenn ich eigentlich das andere Cover bevorzuge, sind die Preise mir doch viel zu hoch. Und ich habe nur dieses Cover auf der Filmbörse für einen wirklich recht normalen Preis, also zum Standardpreis bekommen. Von daher bin ich auch happy deswegen. Also von daher habe ich kein Problem, dass jetzt, ich werde jetzt keine Unsummen mehr auch für das andere Cover ausgeben. Und das wird allein schon auch sehr teuer gehandelt. Von daher habe ich kein Problem. Auch hier, wer mag, ich habe die Erstveröffentlichung des Films im Schuber Nightmare in a Damaged Brain als DVD. Wer den haben mag, kann sich gern melden. Will ich dann auch weiterverkaufen, denn doppelt brauche ich den Film nicht. Ich kenne den Film, der Film ist wirklich verstörend an einigen Stellen. Auch richtig hart. Und ich war begeistert eigentlich von dem Film. Also, es zählt zu meinen kleinen Klassikern oder zu meinen kleinen Schätzen halt. Die Perlen, die eigentlich nicht so viele kennen. Also auf jeden Fall, wer die Chance hat, nicht nur diese Hardbox, sondern den Film irgendwie ranzukommen, dann soll er das bitte kaufen, weil das ist wirklich ein echt guter Film. Also wie die auch hier die Bilder halt auch zeigen, auch gut hart, wie gesagt. Ich finde auch das Cover auch schön. Das ist, glaube ich, das ist das deutsche Kinoplakat. Das andere, wie gesagt, Cover gefiel mir mehr. Kann man nichts machen. Kann ich auch. Ist mir jetzt auch eigentlich nicht ziemlich egal, aber ist nicht weiter schlimm, wie ich finde. So, kommen wir zur letzten Hardbox, und zu einer Hardbox, die ich, was heißt lange suche, die eigentlich ein Traum von mir war, das mal zu besitzen, aber ich nie die Chance hatte, ranzukommen, und ich bin auch wirklich verblüfft, dass ich sie jetzt besitze. Das ist schon das ganz Besonderes, und zwar haben wir hier die große Hardbox von X-Rated, vom The Stendhal Syndrome. Mit Argento in der, ja, ist richtig, in der Blau Asia Edition limitiert auf 33 Stück. Ich weiß, dass die Hardbox wirklich, wirklich sehr selten ist. Ja, sind ja auch 33 Stück, und die Preise auch im Internet extrem hoch. Und ich habe den wirklich auf der Filmbörse bei so einem kleinen Stand gefunden, und sage ich jetzt einfach mal so, wann das waren. 20 Euro, und ich hatte das Ding in der Hand und war total verblüfft, ob es wirklich das ist oder irre ich mich oder ist der Preis nicht. Und da habe ich das nochmal gecheckt. Die Dame hinter dem Tresen meinte, ist alles in Ordnung, du siehst so verblüfft, und meinte, ja, es ist richtig der Preis. Und die, ja, meinte so, ist sie zu teuer, zu wenig? Ich sagte, nee, ist genau richtig. Und habe ich auch wirklich nicht weiter runter gehandelt. Wie gesagt, ich habe den Film schon hier, ich kenne den Film, aber in dieser Hardbox mit dem Cover, einer der tollsten Cover, die ich wirklich je gesehen habe, wirklich X-rated, Respekt. Und bei so einer Limitierung, ich glaube, das ist doch die niedrigste Limitierung, die ich besitze. Mittlerweile jetzt 33 Stück. Und ich bin einfach nur happy, den Film jetzt hier zu haben in der Hardbox. Ich besitze auch die Blu-ray Hardbox in dem Cover. Was auch toll ist, deshalb hatte ich mir das damals geholt, weil ich wusste, dass ich eigentlich keine Chance habe, den mal irgendwann zu bekommen, habe ich mir dann die Hardbox gekauft. Die müsste, glaube ich, auf 70 Stück limitiert sein, also auch eine niedrige Nummer. Und es ist eine Exklusivauflage für Ästhetik. Der Film an sich ist ein sehr interessanter Film. Also viele Sachen, die mich wirklich sehr interessiert haben am Film, die ich auch danach gegoogelt habe, mit diesem Syndrom halt, ob es wirklich existiert, was es denn ist. Auch ein sehr komisches, verstörendes Ende. Aber wie gesagt, nicht unbedingt Agent des Bester, aber auch jetzt nicht ein schlechter Film, würde ich jetzt auch sagen. Hier auch mit Thomas Kretschmer. Also auch hier, ich trenne mich zwar ungerne davon, aber wer die haben möchte, der kann sich gerne bei mir melden. Ich würde die dann auch weiterverkaufen, da ich ja jetzt eigentlich die hier besitze. Genau. Ja. Einfach melden, wer sie haben möchte, kann die gerne von mir halt abkaufen. So, das war's dann auch mit dem Update. Das waren jetzt schon fast 20 Minuten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, viele Hardboxen dieses Mal. Viele Sachen müssen noch eigentlich ankommen, aber lassen sich doch ein bisschen Zeit.
Ich würde mich wirklich auf eure Kommentare freuen, auf eure Abos und ich schaue mir eure Videos an, nur habe ich in letzter Zeit wieder keine Zeit. Von daher entschuldigt mich und ich hoffe, ich bekomme Abos von euch und nette Kommentare, denn es macht mir wirklich in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Spaß. Von daher mache ich auch gerne weiter. So, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal, weil wie gesagt, im nächsten Monat auch noch einige Sachen kommen, werde ich mir dann auch dieses andere Update machen und auf jeden Fall kommt noch das Special, was ich gesagt habe, von meiner Sammlung. Allerdings muss ich noch hier ein paar Sachen umstellen und noch ein neues Regal einbauen und dann kommt auch wirklich das Video. Nicht, ich habe es wirklich nicht vergessen. Vielen Dank und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.